Liebe Pilzfreunde, ich bin wieder mal im Wald. Mal schauen, was es heute zu finden gibt. Das ist ein weißer Knollenblätterpilz und der ist tödlich giftig. Ja, die Knollenblätterpilze, da muss man aufpassen. Ein typisches Merkmal, das ist hier die Knolle. Das ist eine breitblättrige Glucke und sie wächst vor allem an Weißtannenbaumstämmen. Und die ist natürlich essbar. Wenn sie älter wird, hat sie einen seifigen Geschmack. Ich empfehle nur, ganz junge Exemplare zu ernten. Und hier im Gras sehe ich amethystschuppige Pfifferlinge und die sind natürlich essbar. Ein sehr guter Speisepilz. Einer dieser 17 Pfifferlingsarten, das ist der amethystschuppige Pfifferling und der ist natürlich sehr lecker. Ja, das ist ein flockenstieliger Hexenröhrling. Der ist sehr schön hier, aber auf der anderen Seite hat er Schimmel, darum darf man ihn nicht mehr mitnehmen. Der Schimmel ist nämlich schon im ganzen Pilz. Wie erkenne ich zu alte Pilze? Das ist ein alter, flockenstieliger Hexenröhrling und wenn der Hut nicht mehr fest ist, dann ist er zu alt. Also stehen lassen. Das hier, das ist ein Korallenpilz und der Korallenpilz, den kann man nur mikroskopisch genau bestimmen. Also nicht mitnehmen. Das ist ein Schönfußröhrling und der ist leider nicht essbar. Sehr bitter und magendarngiftig. Das ist der knopfstielige Büschelrübling und der ist essbar. Aber nur der Hut, der Stiel ist sehr zäh. Das hier, das ist ein Frauentäubling und der ist essbar. Die Lamellen lassen sich biegen, im Gegensatz zu den anderen Täublingen. Das sind Stinktäublinge und die sind leider nicht essbar. Sie riechen sehr stark nach Hering, nach Fisch. Ein sehr schöner Pilz ist das. Das ist der gesäte Tintling, aber der ist nicht essbar. Das sind Wiesenchampignons. Und die sind essbar. Aber nur, wenn die Unterseite noch rosa ist, dieser ist schon an der Grenze. Ich würde sagen, zu alt. Und hier sehen wir einen Wiesenchampignon in einem absolut guten, tadellosen Zustand. Und den kann man so mitnehmen. So sind sie gut von der Qualität her. Das ist der breitblättrige Rübling und der ist nicht essbar. Höchstens zu verwechseln mit dem Dachpilz, aber der Dachpilz hat rosa Sporenpulver zwischen den Lamellen. Das ist der Unterschied. Nicht essbar. Hier haben wir den Mehlrasling. Das ist ein sehr guter Steinpilzanzeiger und der wächst immer am gleichen Ort oder fast immer wie die Fichtensteinpilze. Er riecht nach nassem Mehl und ist essbar. Aber Achtung, nicht verwechseln mit Trichterlingen, die dann tödlich sind. Überall amethystschuppige Pfifferlinge. Das sind sehr junge Stinkmorcheln. Und die Stinkmorcheleier, die könnte man eigentlich braten und essen. Aber ich liebe den Geschmack nicht so. Er ist ein bisschen rettichartig. Also ich lasse sie stehen. Und hier wieder mal ein sehr schöner Frauentäubling. Und der ist essbar. Ja, liebe Pilzfreunde, es regnet wie verrückt. Eine Gratis-Dusche nach dem Pilzsammeln. Ich wünsche euch einen schönen Abend und einen guten Start in die neue Woche.